Das 15 Jahre Gran Turismo Event hat viele Neuigkeiten zutage gebracht. Eine davon ist die Nissan GT Academy, die auch 2013 wieder stattfindet. Was das jetzt großartig von Interesse hat, ja, das seht ihr gleich. Also erstmal auf der offiziellen Gran Turismo Seite ist ein relativ langer Pressetext, der den Titel Nissan und PlayStation kündigen das größte GT Academy Programm aller Zeiten anträgt. Ja. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich habe euch hier mal kurz alles zusammengefasst, was ich so als Quintessenz empfinde, was die wichtigsten Sachen sind. Zuerst einmal, es nehmen mehr Länder teil. Für uns ist das nicht ganz so wichtig. Deutschland hatte letztes Jahr schon seine eigene GT Academy. Aber es ist natürlich schön für die anderen Länder, die bis jetzt noch gar nicht teilnehmen konnten. Die haben jetzt halt auch GT Academy. Und jetzt kommt das Besondere, weshalb ich ein einzelnes Video dazu gemacht habe. Bereits im Juli geht die Vorrunde los. Die Vorrunde ist, dass man auf der PS3 spielt und dann seine Zeiten dahin legt. Und zwar mit der Gran Turismo 6 Demo. Ergo, in ungefähr 2 Monaten, vielleicht sogar schon in 1,5 Monaten, kann man sich eine Gran Turismo 6 Demo runterladen und damit sich für die GT Academy qualifizieren. Und das finde ich ist eine super Nachricht. Zum einen ist damit auch klar, dass es natürlich auf der PS3 läuft, GT 6. Und so früh eine Demo zu kriegen, ja, ich finde, das hat doch was. Mehr zu GT 6 dann aber in einem anderen Video noch, weil das sonst so viel wird. So viel kann ich nicht auf einmal produzieren. Dann laut offizieller Aussage von Yamauchi Katsunori, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Moment. Umgekehrt. Katsunori Yamauchi. So. Ich bin toll vorbereitet. Dass Spiel und Realität näher als je zuvor sind, das liegt wohl daran, dass eine komplett neue Engine und neue Physikeinstellungen im Spiel vorgenommen wurden und das ist doch super. Dazu aber dann auch in einem anderen Video mehr. Und jetzt das ganz Wichtige. Es wird in der Demo und für die GT Academy Silverstone als Strecke zum Einsatz kommen. Das heißt zum einen, GT6 hat Silverstone, hat GT5 nicht. Das ist schon mal ein Plus. Und es ist vor allen Dingen deshalb ein Plus, weil das Race Camp, also das, die Veranstaltung für die Leute, die nachher gut genug sind, um weiterzukommen, also wirklich dann einen echten Wagen zu fahren, Nissan GTR, GT3, das ist schon ein toller Wagen. Und die Leute, die Gelegenheit kriegen, die gehen halt ins Race Camp nach Silverstone. Und wenn die halt vorher nur, keine Ahnung, welche Strecken gefahren sind, ich weiß nicht, was letztens da war für die Academy, ich glaube, irgend so eine erstellte Strecke nur, da kommen die da erstmal hin und denken sich, Silverstone, wo geht's denn hier lang? Und jetzt, weil Silverstone drin ist, kann man sich das Streckenlayout schon mal ein bisschen merken und kann dann dementsprechend schon mal ein bisschen geübt da ins Race Camp schreiten. Da kommen natürlich auch nur die Besten der Besten der Besten hin, ne? So einen habe ich nicht. Ja, da muss ich euch leider enttäuschen. Es wird wohl kein Real-Life Gran Turismo geben von mir. Wobei das schon cool wäre. Das sind so die wichtigsten Informationen für die aktuelle 2013er GT Academy. Vielleicht noch als kleine Fun-Facts hinterher. Die bisherigen GT Academies, seit 2008 läuft das, haben 6 Rennfahrer dazu gebracht, also Gran Turismo-Rennfahrer, jetzt wirklich Rennfahrer zu sein. Die sind fest im Nismo-Team, 6 Stück, die früher nur hier so klick, klick, klick und so gemacht haben oder vielleicht sogar mit Controller gespielt haben, die jetzt feste Sportler sind, feste Fahrer in irgendwelchen Teams. Und für den Gewinner dieses Jahr gibt es eine komplette Rennsaison in einem Nissan GTR GT3 Nismo in einer Meisterschaft höchster Klasse zu gewinnen. Wie gesagt, ab Juli ist es soweit, es steht leider, oder? Ne, steht kein genauer Termin bei. Juli, Juli, Juli. So, das war's mit den Informationen zu der neuen GT Academy 2013. Mehr zu GT6 seht ihr dann nachher oder morgen. Weiß noch nicht genau, mal gucken. Alles dann, tschüss.